Hallo und herzlich willkommen zu Batman. So, wir haben endlich geschafft auf die neue... Ich werde stärker, Bats. Kannst du mich fühlen? Mein Griff um deinen immer schwächer werdenden Verstand wird fester und fester und ich lasse nicht los. Wir haben soeben die letzte Stadt da drüben quasi erobert. Und jetzt kann ich endlich mal... Oh, hier gibt's Haufen Infos. Infos. Mach mal Panzer. Sir, ich sende Ihnen die Position eines Panzerwagens. Die Lieutenant Simpsons geraten in Panik. Lassen Sie nicht nach. Da ist er! Schnappt ihn! Ihr werdet Spaß haben, Ben. Poliert ihn! Was willst du machen? Hau ab. Und... Oh. Das müssen wir getroffen. So, jetzt haben wir uns doch den Kühn. Da, 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 da. Wow, 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 wow. Da war eine Bombe. Ich bin davon gekommen. Ah, fuck. Ja, komm. Ja. Der Arkham Knight ist mutig. Muss er auch sein, wenn er sich an die Fledermaus herantraut, nachdem der den Joker abgemurkst hat. Feindlicher Verfolger bei Riker Hals. Es ist Batman. Alle Unterstützungseinheiten zu meiner Position. Bin unter Beschuss. Ah, du kommst mir nicht. Du entkommst mir garantiert nicht, mein Freund. Du kannst mich nicht aufhalten. Ah, fast fertig damit. Ich weiß es nicht. Boah, Kurven. Nur den davon. Ah, fuck, Alter! Die Ratte! Mach ich schon. Noch einer? Ich krieg dich, mein Freund. Juhu! Kabumm! Wir haben den Panzerwagen verloren! Die Lieutenants der Lilith sind so gut wie erledigt. So. Haben wir noch irgendwo... Haben wir noch irgendwo so einen Pfeifendeckel, den wir jetzt wegpusten können? Ne, der wurde noch nie gesichtet. Scheiße. Dann machen wir mal die Unterwegs zur Divinity Church. Riddler wird nicht aufgeben, Captain. Stolz lässt das nicht zu. Sie werden seinen Willen brechen, Sir. Da bin ich mir sicher. Ist es das, was ich glaube? Es ist Batman! Mist, eh zu viel ausgeschaltet. Egal. Er ist an uns dran! Ich kann ihm nicht entkommen! Quatsch! Schaltet ihn ab! Raus hier! Nicht mehr raus hier! So. Bin ich ja mal gespannt, was er diesmal wieder auf Lager hat. Das wird bestimmt ein Rennparcours sein. Das Leben ist nicht lebenswert, Detektiv. Warum also lasse ich mir von dir so auf der Nase herumtanzen? Du bist ein Lügner und Betrüger. Ein verkleideter Kraftprotz mit teuren Spielzeugen. Weltbester Detektiv? Ah. Trotzdem glaubt das jeder von Gotham bis Star City. Ich
Typischer Trager, Hochstapler, nicht Detektiv. Verkleidete Dilettanten, geduldet von intellektuell Überlegenen. Und noch das letzte Fünkchen Dankbarkeit, Würde und Respekt stehlend. Fertig. Irgendwie bringt er immer dieselben Sprüche. In jedem Batman bis jetzt. Du bist nicht der, der du vorgibst zu sein. Du bist nicht klug, du bist dumm. Willkommen, Detektiv in der Gosse, die ich dich sprichwörtlich und wahrscheinlich auch tatsächlich runterspülen werde. Das Ziel dieser aquatischen Untersuchung könnte nicht einfacher sein, Detektiv. Senke den Wasserspiegel. So. Zuerst allerdings ist es Zeit für ein Rätsel. Löse dies, Detektiv. Was tun Fledermäuse beim Heimkommen? Wenn ich jetzt da reinfahre, bin ich bestimmt hinüber. Ah, ich hab verstanden! Sind zwar etwas begriffsstützig am Anfang gewesen, aber stimmt, hab's bitte. Vorsicht, Detektiv, sonst öffnen die Klingen das Auto wie eine Konserve. Mit dir als was abgelaufenem Fleischklops als Inhalt. Ah, muss dann, ah. Jetzt wirst du da rein, oder? Das Auto anscheinend da reinbringen. Weißt du, Detektiv, wenn ich den Ankerpunkt manipuliert hätte, könntest du jeden Moment tot sein. Aber wo bliebe denn da die Genugtuung? Du wirst dein eigener Henker sein, Detektiv. Hä? Ganz ohne Frage. Ist irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe? Gucken wir uns das doch mal an. Was ist das hier? Ah ja, der kann ja nicht schwimmen, entschuldige. Ganz vergessen. Schwimmen ist ja nie so seins.
kompliziert, kompliziert. Gut gemacht, Detektiv. Du hängst dich da ja richtig rein. Ah. Das ist ja cool. Ja, hab ich da alles gefunden. Der erste Teil, Batman. Das Wasser ist zwar flacher, aber zu tief für mich. Sieh dich an, Detektiv. Du hängst in dieser grässlichen Maschine rum wie ein potthässlicher Kronleuchter. Hoch, 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 hoch. Cooles Rätsel eigentlich, wenn man das mal so sagen darf. Nein, nein, nein! Das ist ja nicht runterfallen! Ah ja, ich hätte ja vorher drauf schießen müssen. So. Geil! Ich wollte, dass du die Roboter ausschaltest. Das ist alles Teil meines minutiös erschaffenen Masterplans. Also dann. Der wird langsam wütend, hä? Natürlich habe ich miese Tricks und einen schnellen Tod in Betracht gezogen, Detektiv. Aber nein, ich werde dich fair schlagen. Ich lasse dich gegen mich antreten und lache über dein erneutes Scheitern. Da ist die 3, da muss ich mich dann runterhandeln. Wait! Kann das sein, dass ich das jetzt wieder zurückfahren muss? Entschuldigung. So, warte mal, da ist der. Wo muss er denn hin? Da muss er hin. Alles ein Stück. Probieren wir es mal. Ja, mal schauen. Du befindest dich leider schon einige Minuten hinter meiner Prognose. Schauen wir doch mal. Oh, deshalb waren die Schätzungen ungenau. Ich habe deine Inkompetenz und Dummheit nicht als zwei getrennte Variablen berücksichtigt. Verzeihung, Detektiv. Ich kann
kalkuliere das sofort ein. Großartig, großartig. Du erreichst gerade so exakt die Werte, die meine Gleichungen vorhersagen. Vorsicht, wenn du rausgehst. Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert. Aber ich kann immer bloß eine hacken. Und bis dahin ist die vorige bereits wieder online. Und unfairer Todesfalle läuft wirklich auf Benutzerfehler hinaus. So, damit hätten wir das Rätsel doch gelöst, oder? Was? Das ist ein Verkehrtrum ist A, wo dann da ist, okay. Verkehrtrum ist A. Hey, Eddie, können wir nicht was anderes spielen? Das wird langweilig. Also theoretisch? Na, hoffentlich schummelt Eddie jetzt nicht. Bam! Tot. Oh, schade. Und da heißt es immer, schwarze Katzen brechen Pech. Noch ein Schlüssel. Gut gemacht. Natürlich verlierst du sofort alle deine neuen Leben. Sollte ich diesen Zünder betätigen? Noch eine Tür geöffnet. Überraschung. Da. Weil diese. Das Rätsel war echt cool eigentlich, wenn man es so betrachtet. Wenn man weiß, wie es geht, ist es auch nicht schwierig. Wo muss ich denn jetzt raus, daraus? So, da wollen wir uns doch mal angucken, was jetzt hoch als nächstes für uns. So, ist eingeparkt. Wollen wir mal gucken, was als nächstes für mich zu bieten hat in der Tür? Ich war der cleverste im Raum, Detektiv, und musste sämtlichen Hohn und Spott von jenen ertragen, deren jämmerliche geistige Fähigkeiten das zu erfassen nicht in der Lage waren. Und dann kommst du nach Gotham, verwirkst deine kognitiven Fähigkeiten, die denen eines durchschnittlichen Raufbolds nur knapp überlegen sind, unter der Maske eines tapferen Helden. Und die Menge jubelt dir zu, jubelt zum Waisenhausheld. Es wird Zeit für einen Test mit dir und Catwoman. Sehst du, wir brauchen ja bloß noch zwei Schlüssel, ne? Ich bin mal gespannt. Sehst du, ich hab vielleicht einen Riddler im Sack. Also, Gefängnis. So, wir haben hier noch ein Panzer, ein Dings, ein paar Bomben und so. Oh, Scheiße! Jetzt tut's! Oh, da ist der Turm, wa? Wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Ah, dieser Unterbrecher geht mir echt auf den Sack. Ich habe das jetzt schon mehrmals gehört. War es wirklich so schlimm? Oh ja, Scarecrow lässt das Gas auf Batman los und es macht ihn bloß noch gefährlicher. Wer hätte gedacht, dass sich die Fledermaus bisher immer nur zurückgehalten hat? Wie kann man da einbrechen, ohne tot zu gehen? Was? Warum sieht der... Ah, verdammt! Ich habe schon ein paar Gefängnisaufstände erlebt, aber das hier ist viel besser. Kann man da reinkleiden? Und die dann ausnocken?
Gib mir mal mein ungefähr so Bumerang hier. Keine Sorge, wir müssen unsere Jungs da raus. Die Cops werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ich bin genau hier reinkleite. Was ist mit ihm passiert? Keine Ahnung. So war es bestimmt nie gedacht, aber so haben wir es halt gemacht. So, und damit haben wir auch den letzten Turm ausgeschaltet. Gewöhn dich daran, die Dächer mit anderen zu teilen. Wir bleiben für eine Weile hier. Immer noch im Turm. Okay. Mann, ich hoffe, die Stadt war bald versucht, zu jagen. Ich muss noch eine Hypothek abbezahlen. Mist, wiederhin so viel erschossen. Ja, komm, komm. Erst taucht eine Armee aus Gangstern auf, dann wachsen Riesenpflanzen aus dem Boden. Batman hat gerade meinen Arsch gerettet. Ich kehre zur Basis zurück. An alle Unterstützungsteams, mich verfolgt ein feindlicher Wagen. Schickt Verstärkung. Position, wir schalten ihn aus. Eigentlich das Kugeln abfangen. Jawoll! Ja, dann schauen wir mal. Und tschüss. Na komm. Nein, verfehlt! Hier hängen sich nirgendwo mehr. Nein! Das war knapp. Ich brauche Hilfe, komm schon! Gegner greift an! Noch einmal, wa? Okay, na tschüss! Geht doch! Den Feind nicht angreifen! Wiederholen! Alfred, der letzte Panzerwagen ist erledigt. Jawohl. Vereinzelte Funksprüche. Wie angenommen, herrscht Chaos bei den Blitzkräften. Gut gemacht, Sir. Fantastisch. So. Wir wollten zum Weißen Haus.
Also nicht zum Weißen Haus, sondern zum Weißen Haus. Gemeinsam werden wir sie befreien. So. Weißt du, was das denn mit Autos macht? Ich will es nicht herausfinden. Ungefähr das da. Ich freue mich eigentlich immer, wenn das mal alles hier wieder ganz macht. Eins angeparkt. Scarecrow. Juhu! Bin zu Hause! Du bist zurück. Ich sagte doch, ich hole dich da raus. Ich weiß. Es ist nur... Egal. Lass uns zum nächsten Raum gehen, bevor mein Kopf explodiert, okay? Tja, hallo mal wieder an mein liebstes Komödiantenduo. Es war eine solche Freude, Rätselkammern für nicht einen, sondern zwei Halbidioten zu kreieren. Oh, das ergibt quasi einen ganzen Idioten. Dunkler Ritter, wenn du deine Katzenfreundin verloren und genug um ihren kopflosen Leichnam getrauert hast, können wir das vielleicht wiederholen. Mit Robin. Oder vielleicht deinem verlorenen Sohn in Bloodhaven. In Bloodhaven. Hä? Kommst du da hoch? Die Decke? Einfach. Sexy Hexy. Fallen lassen. Wow. Ein Rätsel. Kann ein Irrgarten auch ohne Garten noch jemanden irre machen? Komm schon, Detektiv. Mehr Licht könnte ich nun wirklich nicht auf das Problem. Jetzt check. Die muss ganz außen. Die muss ganz außen. So, ich muss jetzt Mitte und dann darüber. Okay, Mitte. 1, 2, 3. Zack. Sie muss vor, rüber, runter, vor. Okay, das ist ja geil, Alter. Als eins vor, ne? Drei, also drei insgesamt. Das wäre der erste, der zweite, der dritte. Dann auch drei rüber. Eins. Weißt zwei, du, ich muss dein ähnliches drei. Sicherheitssystem lahmlegen, als ich bei Queen Industry. Oh, das ist ja gemein! Ist ja jetzt scheiße! Okay, 3 vor, 4 rüber. Guck mal, wo ist er aber nochmal? Ja. 4 rüber. Sind es 1, 2, 3, 4. Und 1 nach oben, ne? Ja, eins nach oben. Was für eine Scheiße! So, wartet mal. Wir sitzen auf dem, glaube ich, das ist 3 bis zur Wand, 4 hoch und 1 rüber. Oh. Okay. 1, 2, 3, 4. 1? Steht hier jetzt richtig? Ja. 1 hoch, 1 rüber, 1 hoch. 1 hoch, 1 rüber, 1 hoch. Ich bin hier fertig. Na toll, wie soll... Achso, jetzt kann ich mich wieder runtergehen, oder? Ah, gut. Ich müsste genau mittig stehen und dann dort. Kann
ich nochmal gucken? Okay, ich bin hier fertig. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist deine Belohnung. Roboter. 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 Ach, war die falschen Spieler, die roten. Aua, kriegt er die roten. Bereit? Ach, dann werden die grünen, oder was? Ich krieg die blauen. Aua. Endlich. So, die Roten ein bisschen ausmerzen. Zack. Ein echter Gentleman. Was ist das jetzt? Aber naja. Es sieht schon echt geil aus, dieses Vibe in dem Latex-Kostüm. Zack. Fehlt noch einen. Mal sehen, was ich dafür machen muss. Mal im Ernst, Eddie. Wie lange wird das hier noch dauern? Miau, miau, miau. Miau. Oh, wie clever ihr beide euch jetzt fühlen müsst. Wie selbstgefällig. Ich störe ja nur ungern bei diesem armseligen Siegestaumel, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ihr euch so bald nicht wiederseht. Catwoman, Batman wird dich hängen lassen. Berlin unter dem Rodeler Fährhafen. Mein größter Test erwartet. Test erwartet. Batman, sind wir... Lass dich von Riddlers Sprüchen nicht einschüchtern. Eddie ist ein Idiot. Aber ein Idiot, der in der ganzen Stadt unterirdische Todesfallen gebaut hat. Und? Und ich wollte nur sagen, pass auf dich auf. Du hast uns die Suppe eingebrockt und ich schätze es, dass du sie auch auslöffelst. Aber sei vorsichtig. Sieht langsam ganz schön ramponiert aus mit dem Anzug, ne? Das ist deine Chance bei Catwoman, Betsy. Sie ist plötzlich, sitzt in einem verlassenen Waisenhaus fest. Für mich klingt das nach Romantik. Da wir gerade dabei sind, ich war im Jenseits, um nach Talia zu sehen. Und naja, wir haben darüber gesprochen, wie du uns im Grunde beide ermordet hast. Sie fing an zu weinen, also habe ich sie getröstet. Und bevor ich mich versah, führte eins zum anderen. Na, du weißt schon. Tali und ich wollen doch nur, dass du glücklich bist. Du solltest dem kleinen Kätzchen sagen, dass du fühlst, solange du noch kannst, Betsy. Denn wenn ich deinen Körper übernehme und dich in einer winzigen Form deines Verstandes einsperre, töte ich dich zu. Ja, endlich mal wieder ihn zum Feuern gefunden, ja. Du arbeitest für den Riddler. Also rede! Mehr weiß ich nicht! Es genügt. So, und in der nächsten Folge werden wir uns der letzten Aufgabe des Riddlers stellen. Also, seid wieder dabei, wenn ich endlich schaffe, den Riddler auf mich fertig zu machen. Ja, also schwer wird. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao!